Jetsy. Guten Abend, Mr. Philadelphia. Guten Abend. Sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Ah, direkt aus Barcelona. Ole! Ole! Aus Barcelona. Wow. Ich habe etwas für Sie mitgebracht. Du hast etwas mitgebracht? Ja. Ja, und was? Einen alten Freund. Ja. Hallo Zippo, schön, dass du da bist. Ja, ja, das hat meine Mami auch gesagt. Zippo, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein Geschenk für mich? Ja, ein Geschenk für mich. Aha. Aus Barcelona? Aus Barcelona. Aus Barcelona. Schön. Komm mit. Komm mit. Nein, du bleibst hier. Ja, Zippo. Ja? Wo willst du denn jetzt hin? Mein Geschenk abholen. Ja, und was soll ich hier alleine? Er muss ja einen anderen Blöden machen. Komm dann sofort am Platz. Am Platz. So, und jetzt hilf mir dabei. Bei was? Ja, jemanden finden. Jemand blöd. Heute keiner da. Jetzt? Der schaut nicht aus. Hallo. Was sind das für ein Mann? Belgier. So schauen die aus. Wie heißt sie denn? Kie. Wie schreibt man denn sowas? Mit einem. Ich hole lieber noch mein Geschenk. Ja? Ja. Frage in der Zwischenzeit, wie er heißt. Aha. Ein schöner Name. Ja, ja. Ja. Weißt du, wie der heißt? Nein. Beeil dich, Zippo. Ja. Ich weiß. Ja. Was? Ja. Was wolltest du sagen? Und sie Philadelphia. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Aber was ganz anderes. Wie findest du eigentlich Honig? Honig? Oh, Honig, ich finde das phänomenal. Also liebst du Honig? Natürlich. Du, das ist wunderbar. Stell dich da drüben hin. Ja? Ja. Und ich bitte um einen Thron. Na? So, schau mal hier. Das ist jetzt dein Thron. Und dann setzt du dich jetzt oben drauf. Ja. Ja. Okay. Oh. Sehr schön. So, und jetzt stell dir vor, du bist die Königin der Bienen. Wow. Und ich bin die kleine Arbeitsbiene. Und ich fliege von Blume zu Blume zu Blume und sammle Honig an den schönsten Blüten. Dann komme ich wieder hierher zurückgeflogen und mache 1, 2, 3 Mal. Und dann? Dann musst du sagen, Bienchen, Bienchen, gib mir Honig. Und dann? Und dann bekommst du so viel Honig, wie du willst. Nein. Ja? Nein. Philadelphia. Mach schnell, komm, mach schnell. Ja, ich fliege. Fliege. Ich fliege. Ich fliege. Fliege. Ach, Honig. Schmeckt gut. Herein. Was muss ich sagen? Thank you.
reden kannst. Nicht böse sein. Das war doch nur ein kleiner Scherz. Ja, ich habe viel gelacht. Aber weißt du was? Das kannst du auch mit jemand anderem machen. Aber mit wem? Mit jemandem, der noch dümmer ist als du. Das gibt es nicht. Ich muss mal überlegen, wo finden wir jetzt schon jemanden? Mein Geschenk. Zippo. Aus Barcelona. Mein Geschenk. Eine Flasche Wodka? Was? Tatsächlich. Ein spanisches Nationalgetränk. Ganz toll. Gut, stell das da oben drauf. Stell das da oben drauf. Wir gehen da hin. Stell's lieber da hin. Kinder schauen zum Durstkind aus. Zippo! Du geh weg, ich weiß genau, wie du heißt. Zippo, ich habe auch ein Geschenk für dich. Du auch? Ja. Ein Geschenk? Ja. Liebst du Honig? Honig? Ja. Oh ja, ich bin nach Honig. Gut, setzen Sie sich hier am ersten Stock. Ja. Geh weiter weg. Was muss ich sagen? Du bist die Königin der Bienen. Ich bin die Königin der Bienen. Nicht du. Nicht du. Er. Er. Umgekehrt. Umgekehrt. Ja. Geh weiter weg. Ja. Noch weiter. Ganz raus. Und dann, ich fliege. Was machst du? Ich fliege. Wohin? Ich fliege. Von Blume zu Blume zu Blume. Ja. So was machst du. Von Blumen zu Blumen. Und deine Frau, die weiß das. Zippo. Von mir fährt sie nichts. Und dann? Und dann? Dann komme ich wieder zurück. Zu deiner Frau? Ja, zu meiner. Nein! Nicht zu meiner Frau. Oh, meine andere. Auch nicht. Nein. Nein. Zu seiner Frau. Auch nicht. Ich kenne seine Frau nicht. Ja, auch nicht. Zippo. Ja? Du brauchst keine Frau. Es geht auf. Und dann mach ich dreimal. Eins, zwei, dreimal. Ganz allein. Das geht auch. Dann musst du sagen, Dienchen, Dienchen, gib mir Bohnen. Und dann? Dann kriegst du dein Gesicht voll Wasser. Zippo, komm wieder zurück. Hast du gehört, was der gesagt hat? Ja, natürlich habe ich gehört. Hast du gehört, was der gesagt hat? Ja, natürlich, aber er hat sich doch nur versprochen. Versprochen? Honig, meint er. Und warum sagt er es nicht? Ja, warum? Schau ihn an. Wie bitte? Belgier. Setz ihn mit Hoffen drauf. Ich habe Wasser gekriegt. So, jetzt, Zippo, bekommst du erstmal eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja. Eine. Oh. Dankeschön. Das kann man meinen, mit der Saison. Ja. Und du bekommst noch was. Nein. Danke, Maxima. Und du bekommst noch etwas. Noch etwas. Ja.
Wie ist denn das? Das ist ein Zipfel. Ein Zipfchen? Und für mich habe ich auch etwas. Du auch? Ja, wie schaust denn du aus? Ich bin doch die kleine Biene. So schauen die aus? Ja. Schaut dann erst der Honig aus. Ja. Seht doch ihn aus. Und jetzt? Ja, und jetzt fliege die Bahn ist frei. Ja? Frei. Ja, es kommt jetzt.
Was für dir Zwiebeln? Ah ja, nicht Zwiebeln. Haben wir schon gedacht. Ja. Haben wir schon gedacht. Ja. Ja. Schmeckt gut. Ja. Er fliegt jetzt nochmal zu. Ja. Hol den Hund. Hol den Hund. Komm hierhin. Mach 1, 2, 3 Mal. Du sagst, ich bin zu wichtig. Wie hast du dich verändert? Inchen! Wo bleibt der Honig? Ja, das würde mich auch interessieren. Immer nicht die Ruhe. Also ich habe genug. Ich habe überhaupt nichts. Den! Den will ich. Oh. Weißt du was? Wusch, ne? Was? Wusch. Ich sprich nicht Belgisch. Das heißt, wissen Sie was? Ah. Wissen Sie was? Nein. Ich auch nicht. Okay. Weißt du was? Nein. Ziege. Das geht jetzt auch mal zu. Und den Honig kommt hierher. 1, 2, 3 Mal. 1, 2, 3 Mal. Und du sagst dann was? Und dann sage ich, Bienchen, gib mir Honig. Genau. Und dann kriege ich Honig. Merkt ihr das? Ja, jetzt. Und dann kommt die Biene auch schon. Ja, sehr klar. Einen schweren Unfall. Wie
Ich reise nicht. Nächste Woche reise ich. Ja, na, bitte. Ja. Schönes Abend.